nicht mehr markieren. Schlimm, das ist richtig schlimm. Da geht einfach nichts mehr. Wir laufen jetzt hier mal hoch. Komischerweise will einer per Schiff hoch. Weil natürlich jetzt hier unsere Truppen ganz alleine stehen, hier oben. Das ist halt das, was ich an diesem Kreuzzug so hasse. Die KI kann rumfahren mit ihren 1000 Einheiten, kann rummachen, wie sie will, weil sie ja die KI ist und dementsprechend immer schön alles auch organisieren kann. Und ich laufe vom Norden nach Süden und laufe ihm quasi immer hinterher. Richtig nervig. Weiß auch nicht, wie man es besser machen könnte. Aber so Kreuzzüge sind echt so richtig nicht schön. So, ich gehe mal davon aus, dass er irgendwo hier hochfährt momentan. Wahrscheinlich kommt er jetzt gleich hier oben an. Dann haben wir genau eine Provinz zurückgenommen. So, wir könnten die 1200 noch mitnehmen kurz. Kostet uns etwas Verschleiß. Hey, komm, wir bringen jetzt alle hoch. Und da sind sie schon. Na, wären wir doch fertig vorher? Nee, natürlich nicht mehr. 12 Tage noch. Ich würde es jetzt einfach noch... Er kommt an am... Oh Gott, in einem Tag schon. Jetzt zu schnell kann es gehen. Ne? Wir haben nicht mal eine zurückbelagert jetzt hier. Leute, Leute, Leute. Hallo Heinz. Wissenstausch. Graf Herold erhält ein schwaches Druckmittel. Na komm, ist mir egal. Das ist doch Quatsch, oder? Schlimm, richtig schlimm. Na gut, dann gehen wir jetzt mal mit allen hier hoch. Und versuchen hier zurück zu belagern. Wie sollst du den erwischen? Ne? Wenn er jetzt wieder auf See geht. Offenbar ist ihm Verschleiß egal. Ich hoffe mal, dass er jetzt hier oben stehen bleibt und dass wir ihn jetzt einfach hier komplett abfrühstücken. Er zieht sich schon wieder zurück. Ehepartner, der Sache gewachsen. Wir könnten... Wir könnten unseren Ratskanzler verbessern. Oder den Spitzel. Oh, der Spitzel hat aber eh schon 30 Punkte drin. Der Ratskanzler hat 35 drin. Oder wir beschlafen sie. wir gehen mal auf den Spitzel. Ist mir jetzt lieber. 2 Punkte für den Spitzel. So, sammelt euch meine Truppen. Oh, da kommt er schon alle. Er kommt auf uns zu. Nee, da hat er sich's nochmal kurz überlegt. Aber da hat er jetzt zu spät geschaltet. Das heißt, wir greifen dich jetzt an, mein Lieber. Nee, bleibst du hier. Läuft uns einfach davon. Bleibe er stehen, der Lump. Das Lumpenpack. So. Wo sind denn unsere... Moment, da kommen noch welche. Ah, vielleicht, dass wir hier gleich mal zurückbelagern. Wir brauchen noch irgendwo... Wo sind denn meine Belagerer hingelaufen? Bis hier runter sind die gelaufen. Bis hier runter. Ich bräuchte mal ein KI-Team, um all ihre Spiele zu überarbeiten. Ja, wär nicht schlecht. Ich bräuchte vielleicht auch mal einen Lehrer, der mir bei der Verwaltung ein bisschen hilft. Ich kann leider nicht anwählen. Oh, ich sehe gerade, wir haben eine Blutlinie, können wir weihen. Schauen wir uns gleich mal an. Ich glaube, diese Entscheidung habe ich bisher noch nicht gemacht. Wenn mich nicht alles täuscht. So,
jetzt stehen wir hier oben. Dann werden wir hier oben auch nochmal uns aufteilen. Ah, da seht ihr mal, was diese eine Schlacht hat halt gerade mal 10% Punkte jetzt gebracht. Das war alles. So, wieder über der Vasallenschwelle. Vielleicht, dass ich gleich mal ein paar mehr abgebe. Schauen wir uns mal die Entscheidung an. Einmal noch einen Vorzug wählen, um jeden Preis. Entscheidung, Titelverkauf. Okay. Blutlinie. Wenn ich genug Hingabe zeige und mir die Gunst des Klerus sichere, kann ich sicherstellen, dass meine Dynastie auf ewig als heilige Blutlinie unter göttlichem Schutz steht. Der Eifer steigt. Wir erhalten die Eigenschaft Leitstern. Ich glaube, der bekommt dann auch jeder unserer Dynastie. Meinung religiöser Vasallen plus 20. Und nochmal 500 Bekanntheitspunkte. Ja, ist okay. 2500 Frömmigkeit. Wir machen das mal. Dank meiner reinen Hingabe und meiner unnachgiebigen Arbeit konnte ich das heiligste der Ämter des tengrischen Glaubens an die Barga-Dynastie binden. Immer mehr Mitglieder des Klerus und der Gläubigen betrachten meine Familie nun als die auserwählten Hüter der heiligen Relikte und als Boten des göttlichen Willens. Auch schön, dass das gerade jetzt hier während eines Kreuzzugs stattfindet. Euch mal aufteilen. Niederlage, das war der eine Krieg im Osten. Das ist aber okay. Müssen wir noch irgendwo zurückbelagern? Das hier unten. Ist ein Verbündeter von uns oder was ist da los? Was, du kannst mal hier runtergehen. Wenn er jetzt rüberläuft und uns angreift, dann müssen wir uns natürlich gleich mal wehren und müssen die Belagerungen abbrechen. Jetzt steht er hier drinnen. Wir können notfalls mit den 10.000 gleich rein. Ja, da kommt er jetzt rein. Das heißt, wir bringen euch alle hier rein. Ich denke mal, die müssten reichen. Und vielleicht, dass wir uns noch jemanden holen. 24, 18, 26 hier. 19, 21. Ich lasse das jetzt mal. Ich will mal schauen, ob hier der 21er wechselt oder ob beim Kampf dann die 18er drin bleibt. Also ob sich das nachträglich noch ändert. Mal. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Gerade eben. Also da bleibt die 18 auch drin. Die am Anfang drin steht, die bleibt auch drin. Da wechselt nicht nachträglich noch der Anführer. Jetzt kommen vom Süden nochmal 700. Das ist aber okay. Oh, da haben wir nochmal Verbündete bekommen. Wenn die... Oh, wenn wir jetzt schnell genug sind... Könnte man vielleicht noch hier rüber, aber jetzt müssen wir kurz die Schlacht noch schlagen. Es ist ein Kuddelmuddel hier. Wir erwischen ihn leider hier drüben nur noch nach der Schlacht. Sehr schade. Jetzt auch wieder, ne? 16% haben wir gerade mal. Guckt mal an, wie mühselig so ein Kreuzzug ist. Mich nervt das so dermaßen. Ich weiß auch nicht, wie ihr das macht. Ob ihr da eine bessere Vorgehensweise habt. Aber mich nervt das tierisch. Wir holen uns gleich nochmal die hier drüben. Vielleicht erwischen wir die 6000 hier auch noch hier drin. Ja.
sieht es hier unten aus? Hat er jetzt schon wieder wahrscheinlich zurückbelagert, oder? Nee, da ist alles noch wunderbar belagert. Das ist gut. Das freut mich. 3400 hat er jetzt hier im Westen noch. Die 10.000 können wir zum Belagern hier reinbringen. Na gut. Wir können ja trotzdem hier oben noch ein bisschen belagern. Weiter belagern. Aber ich fürchte halt wirklich, ich muss wieder alle einnehmen. Ich muss wieder alle einnehmen. Ist einfach Wahnsinn, was da los ist. Entfleucht. Batu hatte bei unserem letzten Fest mal offenbar seine Schwierigkeiten. Er schlich davon. Ungeduldig soll er beibehalten. Der Batu. Nee. Der Batu war ja der Arrogante. Ah, er hat jetzt hier auch geweihtes Blut mit drin. Schüchtern oder unersättlich? Wahrscheinlich eher unersättlich. Wir machen mal unersättlich als zukünftiger vielleicht Khan, Großkhan. Soll er unersättlich bleiben. Monatliches Prestige. Wobei das auch nicht schlecht wäre hier. Ungeduldig wäre schon auch nicht schlecht für das Prestige. Ja komm, wir machen mal ungeduldig. So, wir haben hier oben belagert. Dann gehen wir mit euch mal hier rein. Er hat halt auch nichts mehr, ne? Ich versuche jetzt gleich mal weißen Frieden zu machen, wenn wir über 20 sind. Vielleicht reicht 20%. Einfach damit der Krieg vorbei ist. Und dann würde ich das so machen, wie ich... Ah, wir können keinen weißen Frieden machen im Kreuzzug, verdammt. Wir müssen echt auf die 100% jetzt hoch. Wir müssen echt auf die 100% hoch. Hm. Na gut, dann belagern wir hier oben erstmal alles. Sehr ärgerlich. Wir spielen immer noch die Mongolen, ja. Da laufen noch 1000. Die will ich mir jetzt ehrlicherweise aber auch nicht entgehen lassen. Die will ich mal kurz noch jagen. Wenigstens mit einem Teil unserer Mannschaft. Und der Rest, der geht jetzt hier hoch. Dann sichern wir uns den Bereich. Dann müssen wir wahrscheinlich noch hier rein. Und dann müssen wir noch hier runter. Dann müssen wir noch hier rein. Und auf Sardinien müssen wir natürlich auch noch. Und ich glaube, hier unten war auch noch einer. Ich hoffe, das wird noch irgendwann überarbeitet. Sorry, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit immer so läster und schimpf. Aber mich nervt das. Weil es halt unnötig ist. Ne? Der Krieg ist entschieden jetzt. Oder der Kreuzzug ist entschieden. Und... Trotzdem hast du dann, du musst trotzdem noch so eine zusätzliche Arbeit machen, die aber eigentlich sinnlos ist. So, belagern, belagern, belagern. Hier unten ist er hier mit seinen 1000. Dann gehen wir mit dem 1500 vielleicht mal auf Jagd. Wir werden die 1500 jetzt mal nutzen und vielleicht hier runtergehen, aber hier verzieht er sich schon wieder. Turnierprobleme. Naja. Zankende Vasallen. Wir überreden sie, ihren Streit beizulegen. 88%.
dass der Krieg in einem weißen Frieden endet. Der Vasallenkrieg. Sehr schön. Wir erwischen die Einheit hier unten. Schade auch, dass der Papst nicht irgendwie die Truppen anführt. Dann hätte man zumindest eine Chance, vielleicht ihn gefangen zu nehmen. Also wir gehen jetzt mal mit euch hier runter, weil er hier unten noch rumläuft. Dann werden wir mit den 4900 Bouillon noch belagern. Gott sei Dank kümmern sich die Verbündeten einigermaßen auch um den kleinen Rest, dann müssen wir nicht immer nachlaufen. Gräfin Seeburg wird eingekerkert. So, hier zurück. Ah, hier müssen wir auch noch zurückbelagern, sehe ich gerade. Dann teilen wir euch auf. Belagert einmal einer im Norden und einmal einer im Süden. Hier haben wir schon richtig belagert. Das ist schön vielleicht, dass wir euch mal außenrum hier hochschicken. Dann... Oh, die sind aber jetzt schnell hier unten gewesen, die 14.000. Die waren ja jetzt richtig schnell hier unten. Jetzt schauen wir mal, ob wir die 3.000 hier noch erwischen. Und wenn es auf den Bergen ist, ist mir ehrlich gesagt egal. Ein paar erwischen wir jetzt hier. 1.300. Engelschalk ist tot. Unser Freund. Keine Ahnung, ich kenne den nicht. So, also 1.300 haben wir erwischt. Jetzt kommen nochmal ein paar Ritter nach und ein paar 73 hier nochmal und vielleicht kommt die auch nochmal mit rein. Hätte ich auch kein Problem. Dann reibt er schön seine Truppen auf und wir holen uns vielleicht... Es ist furchtbar. Leute, ich kann euch nicht sagen, wie das furchtbar ist mit der Bedienung. Also nicht nur haben wir einen Kreuzzug, der nervt. Oh, wir werden habgierig, sehr schön. Nein, auch die Bedienung. Ich meine, ihr habt ja bestimmt selber auch mal schon so weit gespielt, beziehungsweise mit einem größeren Reich gespielt. Der eine oder andere. Es ist so furchtbar, wenn du nichts steuern kannst so richtig. Weil er nichts markiert und so, ne? Das muss auf alle Fälle auch noch angepasst werden. So, mein Gefangener soll ermordet werden. Wir sind jetzt bei 40%, was wir schon alles aufgerieben haben. Und wir sind erst bei 40%. So, dann gehen wir Richtung Hauptstadt. Teilen uns hier drinnen. Wir müssen uns gar nicht aufteilen. Holen uns die 300 hier noch. Das ist später laggt, habe ich auch gehört. Ja, aber ich gehe davon aus, dass es auch an der Reichsgröße liegt. Wir hatten irgendwann mal so einen Punkt überschritten. Und ab dem Zeitpunkt hast du quasi gemerkt, ah, jetzt ist irgendwas los. Jetzt funktioniert das nicht mehr so richtig. Ab einer bestimmten Größe war das dann. So, du hast hier oben belagert. Sieht ein bisschen komisch aus, dass das nicht gestreift ist hier, aber... Oder müssen wir vielleicht das hier oben auch noch belagern? Das ist belagert. Wir gehen mal auf die Hauptstadt, teilen uns hier noch auf. Das sind hier drinnen dann erstmal alle. Das heißt, mit den 5000... Mit den 5000 könnten wir jetzt hier rüber nach Irland. Wir gehen mal mit den 5000 rüber. So. Irgendwie ist das Verhältnis beim Kreuzzug... Kreuzzug... Bezüglich der Prozentpunkte ist da irgendwie seltsam geregelt, dass du halt wirklich alles belagern musst. Normalerweise in einem normalen Krieg
wo wir das hier alles belagert haben, wo wir hier oben zurück belagert haben, den Kriegsstand, wo wir unzählige Schlachten geschlagen haben. Normalerweise wärst du da schon auf 100%. Aber beim Kreuzzug ist da irgendwie das Verhältnis ein bisschen anders. Und deswegen zieht sich der auch so. Aktuell, wie lange geht der Krieg schon? 6 Jahre geht der Krieg schon. 6 Jahre, wo wir hier nichts weiter erreichen, was uns einfach nur ständig behindert an der weiteren Ausbreitung. So, Irland sind wir eingetroffen. Fantastisch. Da können wir auch vielleicht gleich mal das Ganze angehen. Und können euch aufteilen. Eventuell erreichen 2900 für die Belagerung der Hauptstadt. So, hier oben mit den 6000 sind wir fertig. Das heißt, wir schicken die 6000. Da sind jetzt nur Bogenschützen mit dabei. Hier unten wird es vielleicht ein bisschen gefährlich, aber wir schicken dich jetzt mal hier rein nach Trent. Und dann fangen wir hier vom Norden mal an mit der Belagerung. Er fängt hier an schon mit der Rückbelagerung. Sehr ärgerlich. Jetzt, wenn die Bündnispartner auch nach Süden gehen würden, wäre uns schon mal ein bisschen geholfen. So, also das ist offenbar wirklich ein kleiner Grafikfehler, dass nicht alles schraffiert ist. Die 6000 können wir jetzt auch mit den Belagerungseinheiten hier nach Trent schicken. Oder vielleicht, ja, wir schicken die auch mal nach Trent. Dann stehen die zusammen hier drin. Da wird belagert hier drinnen. Da segeln noch 2600 herum. Mal schauen, wo die anlanden. 3000 hier. Schicken wir mal hier hoch. Ein Vasall wurde verwundet. Okay. Ah, er geht hier an Land. Das ist gut. Wird wahrscheinlich. Jetzt geht er wieder weg. Kurz rein, wieder raus. Also, ne? Ganz komisch. Dann werden wir uns die 2500 hier oben noch holen. Vielleicht greift er sogar die 3400 jetzt an. Wisst ihr was? Wir gehen mal aktiv nach Norden. Lassen die 3200 noch ein bisschen arbeiten. Ich versuche die mal zu erwischen. So, ein junger Vermittler. Batu behält die Eigenschaft ruhig. Diplomatie, Ränkespiel. Er soll ja eigentlich ausgebildet werden im Kämpfen. Aber irgendwie, na doch, tapfer hier. Okay. Dann bekommt er das hier. Er wird tapfer. Wie viel Anspannung aktuell bei uns? Ganz okay momentan. So, wir werden hier oben wahrscheinlich zu spät kommen, könnte ich mir vorstellen. Da wird er dann schon an Bord sein. Na, wobei, doch. Ja, ja, ja. Sehr schön. Gerade so haben wir ihn noch erwischt jetzt. Schön abgefangen. Hat uns einen Prozentpunkt jetzt gebracht, diese Schlacht. So. Ich bin am Überlegen. Wir bräuchten eigentlich hier oben... Ich würde mal die 2800 dann runterschicken und die 7500 hier oben stehen lassen, weil er bestimmt dann nochmal reinkommt und vielleicht zurückbelagern will. Könnte ich mir durchaus vorstellen. So, wie sieht's aus in Trent? Oh, da sind die schon angekommen. Das Belagerungsgerät bleibt in Trent und du gehst erstmal hier rüber. Hier dauert es noch ein bisschen mit der Belagerung. Wie alt sind wir mittlerweile? 58 schon. Also wir müssen mit dem Kreuzzug auf alle Fälle fertig sein, bevor wir dann sterben, weil wir sonst wieder das Problem haben mit der Übergabe. Dann haben wir den Kreuzzug an der Backe mit wenig Truppen plus die Herrscherübergabe.
Und das könnte die Sache nochmal etwas verkomplizieren. Wenn ihr wisst, was ich meine.